بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sprechen heute über ein neues Thema, ein neues Kapitel. Ich hoffe, ihr wisst noch was. Also wir beginnen heute mit dem Kitab al-Khawf. Und wie bei der Hoffnung beginnt er erstmal damit zu definieren, was man mit dem al-Khawf überhaupt meint. Was ist die Furcht, was ist die Angst? Was bezweckt die Angst? Welche Stufen hat sie? Was wurde über sie gesagt? Welche Vorzüglichkeiten existieren ihr bezüglich? Und wie erlangt man die Furcht vor Allah Ta'ala? Oder was sind die Ursachen der Furcht vor Allah Ta'ala? Und ebenfalls die Frage wird hier erklärt oder erläutert, was hat Vorrang? Was ist vortrefflicher? Die Furcht oder die Hoffnung? Oder sollte man im Gleichgewicht leben? All diese Thematiken wird er in diesem Kapitel ansprechen. Er beginnt allererst eingangs mit der Definition der Furcht. Die Furcht, grundsätzlich muss man sagen, diese immateriellen Bedeutungen, ich meine mit Bedeutungen, es gibt ja Dinge, die sind fassbar, fassbare Dinge, die wir anfassen können, die wir sehen können, die kannst du definieren. Sie zu definieren ist äußerst leicht. Du beschreibst die Merkmale dieser Sache und definierst sie damit. Aber diese Bedeutungen, immateriellen Bedeutungen, die man nicht fassen kann, die man nicht sehen kann, die Liebe kannst du nicht sehen, Furcht kannst du nicht sehen, Hoffnung kannst du nicht sehen, nicht anfassen. Aber wir können, was wir sehen können, sind ihre Auswirkungen, ihre Folgen. Und deswegen, sowas zu definieren, ist eigentlich schwer. Daher sagte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, als er in dem Buch Madarij al-Salikin, dieses Buch habe ich euch schon mal ans Herz gelegt, mache ich auch erneut wieder. Als er dort über die Mahabba sprach, Manzilatul Mahabba oder Darajatul Mahabba, die Stufe oder die Etappe der Liebe, hat er in diesem Buch verschiedene Etappen der Ibadah erwähnt. Und als er zur Mahabba kam, sagte er, es gibt keine bessere Definition für die Liebe als die Liebe. Man kann die Liebe nicht besser definieren als mit dem Wort selbst, weil das nichts Fassbares ist. Jeder, der das schon mal gefühlt hat, weiß ungefähr, was Liebe ist. Und genauso sagen wir das Gleiche eigentlich auch bei der Furcht. Jeder, der schon mal Furcht hatte, der weiß, was Furcht ist. Und sowas zu definieren ist schwer. Aber er hat es hier mal versucht. Er sagt, die Furcht, wa ta'allumul qalb, das ist die Definition der Furcht. Die Furcht ist ein Schmerz, eine Unruhe im Herzen, die dadurch entsteht, dass man etwas Widrigkeiten erwartet. Also du erwartest, du hast die Erwartung, ich meine mit Erwartung jetzt nicht, dass man sich das wünscht, aber man sieht etwas vorauskommen, was einem widrig ist. Widrigkeiten, was deiner Seele zuwider ist. Und durch dieses Erwarten entsteht ein gewisser Schmerz oder eine gewisse Unruhe. Das ist die Furcht. Das ist die Definition der Furcht. Und dann gibt er dafür ein Gleichnis oder ein Beispiel, um das abzugrenzen von gewissen anderen Gefühlen. Er sagt, wenn jemand zum Beispiel gegen einen Despot etwas vergeht, ein Vergehen oder eine Missetat anstellt gegenüber einem Despot. Ein Despot ist ein Tyrann oder so, ein Herrscher. Er hat sich an ihm vergangen und ist dann in seine Hände gefallen. Er hat sich gegen ihn vergangen und ist anschließend in seine Hände gefallen. Jetzt fürchtet er den Tod. Er fürchtet, ermordet zu werden. Aber es besteht auch eine Möglichkeit der Vergebung, oder nicht? Ihm kann ja auch vergeben werden. Aber entsprechend seines Wissens über die Ursachen, die zu seinem Tod oder zu seiner Strafe führen, und über entsprechend seines Wissens und seiner Erkenntnis über die Tat oder das Ausmaß der Tat, die er praktiziert hat, wird seine Furcht sein. Seine Furcht davor, der Strafe ausgesetzt zu werden oder dem Tod.
Und entsprechend der Schwäche dieser Erkenntnis, also umso schwächer seine Erkenntnis ist, welche Erkenntnis ist hier gemeint? Die gleiche. Seine Erkenntnis, sein Wissen über die Ursachen oder die Taten, die zur Strafe führen können. Er hat gar keine Kenntnis darüber. Er ist sich gar nicht darüber bewusst, was er getan hat. Entsprechend dieser Schwäche der Kenntnis oder der unzulänglichen Kenntnis wird auch seine Furcht abnehmen. Er sagt, manchmal kann es auch sein, also hier sehen wir in diesem Beispiel, fürchtet der Mann sich unter anderem wegen seiner eigenen Schwäche, richtig? Weil er gegen diesen Despoten nichts anhaben kann. Er kann ihn nichts anhaben. Also kehrt das zurück zu seiner eigenen Schwäche. Manchmal entsteht aber eine Angst, auch deswegen, nicht wegen deiner eigenen Schwäche, unabgesehen davon, ob man jetzt schwach ist oder nicht, aber wegen deiner Erkenntnis oder deines Wissens über die Glorie, die Herrschaft, die Herrlichkeit, die Macht deines Gegenübers. Das ist eine andere Form der Angst. Und das ist die Angst, die man über Allah Ta'ala haben sollte. Denn wenn der Diener begreift, dass Allah Ta'ala, wie das im Hadith von Ibn Majah überliefert wird, in Hadith von Zayd ibn Thabit, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Thabit hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم ولو رحمهم كانت رحمتهم خيرا لهم من أعمالهم. Würde Allah Ta'ala die Bewohner der Himmel und die Bewohner der Erde bestrafen, hätte er ihnen kein Unrecht angetan. Und würde er sie erbarmen, wäre sein Erbarmen besser für sie als ihre Handlungen. Das heißt, ihre Handlungen werden dem Erbarmen oder der Gabe Allah Ta'alas nicht gerecht. Und würde er sie alle bestrafen, wäre er dennoch im Recht gewesen, hätte ihnen damit kein Unrecht angetan. Daraus können wir auch ableiten, dass die Furcht eines Menschen, die Ehrfurcht, die Angst eines Menschen, die er hegt gegenüber Allah Ta'ala, von seiner Erkenntnis und seinem Wissensstand über ihn abhängig ist. Daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einem Hadith, Inni a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khashya. Ich bin der unter euch, der das meiste Wissen über seinen Herrn hegt und der die meiste Furcht im Herzen trägt, Furcht im Herzen vor Allah Ta'ala. Deswegen sagt auch Allah Ta'ala im Koran, er sagt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Furcht, Ehrfurcht vor Allah haben nur die Ulama, die das Wissen über Allah Ta'ala haben. Daher sagten auch einige der Salaf in Bezug auf diesen Vers, sie sagten, das Wissen ist nicht viel auswendig zu haben, viel auswendig zu können. Offensichtliches Wissen, was man so als Wissen bezeichnet. Wissen ist die Khashya. Al-ilmu al-Khashya. Wissen ist Furcht vor Allah Ta'ala. Denn dazu sollte das Wissen führen. Ich habe schon mal erwähnt, dass es einen Unterschied zwischen Khauf und Khashya gibt, wenn ihr euch noch erinnert. Erinnert ihr euch oder nicht? Allah Ta'ala sagt hier nicht, Khauf haben vor Allah nur die Ulama. Er sagt, Khashya haben vor Allah nur die Ulama. Aber wir kommen dazu nochmal zurück. Also wenn dein Erkenntnisstand über Allah Ta'ala vollkommener wird, verursacht diese Kenntnis Furcht. Furcht im Herzen, Ehrfurcht im Herzen vor Allah Ta'ala. Und das lässt natürlich, diese Ehrfurcht in deinem Herzen wirkt sich natürlich auf dein Handeln, auf dein Wirken, auf dein Verhalten, auf deinen Körper. Das lässt überall Spuren ab. طيب. Und daher sagten einige der Ahlul Ilm, sie sagten, man khafa Adlaj. Man khaf Adlaj. Adlaj heißt in der Nacht aufbrechen. Wer fürchtet, der bricht in der Nacht auf. Was meinen Sie damit? Wer fürchtet, der bricht in der Nacht schon auf.
Sie meinen damit, also das ist, man kann das metaphorisch verstehen, damit ist gemeint, dass wer Furcht hat, zu den Taten eilt. Dazu eilt, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Denn wer beispielsweise fürchtet, dass ein Feind auf ihn, an seinen Ort oder in sein Haus einbrechen wird, dass eine Invasion stattfinden wird, der wird nicht warten bis zum Morgen. Der wird nicht sagen, warten wir, bis die Sonne aufgeht, bis der Tag hell ist. Er wird sofort schon in der Nacht aufbrechen. Und deswegen sagten einige andere, er sagte, Leis al-Khaif wo man yabki, Leis al-Khaif, man yabki oder man baka, innam al-Khaif wo man taraka ma yaqdiru alayh. Der Al-Khaif, jemand, der Furcht hegt im Herzen, ist nicht der, der weint. Wer Furcht hat, das ist der, der Dinge unterlässt, zu denen er eigentlich imstande ist. Also der Taten unterlässt, zu denen er imstande ist. Das ist der Al-Khaif. Von den Früchten der Furcht, woran lässt sich die Furcht abmessen? Also was ist der Maßstab dafür? Der Maßstab ist, wie gesagt, die Auswirkungen, die Furcht hinterlässt. Er sagt hier, zu den Auswirkungen, Früchten der Furcht ist es, dass sie die Shahawat bedrängt oder verdrängt. Sie verdrängt die Shahawat und macht die Genüsse ungenießbar, lässt Genüsse ungenießbar werden, sodass die Sünden, die ihm eigentlich lieb waren, Sünden, die ihn eigentlich lieb waren, ungenießbar werden oder zu Widrigkeiten werden. Wie jemand, wie der Honig. Honig ist etwas, was man genießen kann. Manche Menschen haben eine Neigung dazu, einen besonderen Gefallen daran. Aber wenn du weißt, dass darin Gift ist, dass sich in diesem Honig Gift befindet, wirst du dich dazu noch zugeneigt fühlen? Das wirst du nicht mehr tun. Und so ist es mit der Furcht und den Sünden. Wir reden hier von Sünden, die von der Natur des Menschen verlangt werden. Es gibt nämlich verschiedene Sünden. Und diese Vielfaltigkeit der Sünden wird auch in der Scharia beachtet, also in ihren Ahkam. Es gibt Sünden, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, die, yani zu denen hat der Mensch ein instinktives Verlangen. Sie sind in seiner Natur. Sie sind in ihm eingewebt. Das sind die Sünden, die mit den Trieben zu tun haben und so weiter. Das heißt, das innere Verlangen danach oder die inneren Ausflüsse sind sehr stark. Und deswegen müssen bei derartigen Sünden müssen die Strafen viel höher gesetzt werden. Oder? Die Abschreckung muss einfach viel höher sein. Aber es gibt Sünden, zu denen der Mensch eigentlich gar kein Verlangen hat. Ein natürlicher Mensch hat kein Verlangen nach ihnen. Also sie entspringen nicht aus seinem Innersten, aus seiner Natur, aus der natürlichen Natur. Diese Sünden sind meistens, das ist nicht immer der Fall, aber oft sind die Strafen dieser Sünden viel geringer. Oder auch die Warnungen vor diesen Sünden fällt viel geringer aus. Wie dem auch sei, er beschreibt hier dann den Zustand von jemandem, der diese Eigenschaft innehat, die Furcht. Er sagt, seine Jawarih, das heißt seine Körperteile, kommen in Ordnung. Mit der Ordnung ist hier gemeint, dass er sie nur so verwendet, wie er sie verwenden darf. Sein Herz wird demütig und leicht, es wird zäh. Die Hochmut, Al-Kibr, Al-Hiqd, Al-Hasad, Neid, Groll und derartige Eigenschaften verlassen ihn oder sie werden verdrängt von der übernehmenden Furcht in seinem Herzen. Und dadurch, dass er seine Blicke, sein Augenmerk auf seinen Abgang richtet, er richtet sein Augenmerk auf den Abgang von ihm aus dieser Welt, so dass er gar keine Zeit findet, um sich mit anderen Dingen, mit anderen Gedanken zu beschäftigen. Darum liegt seine Beschäftigung in den meisten Fällen nur in zwei Dingen, der Muraqaba und der Muhasaba.
Al-Muraqaba ist die Achtung Allah Ta'alas in deinen Aussagen, deinen Taten, deinen Gedanken. Und die Muhasaba ist die Rechenschaft mit sich selbst. Er ist in diesen, aufgrund seiner Furcht mit diesen zwei Dingen beschäftigt. Die Muraqaba Allahs und die Muhasaba. Und die Mujahada natürlich, sie beinhaltet all das. Die Mujahada ist das, die Anstrengung, die er auf diesem Weg aufbringt. Die Anstrengung, sich selbst, sich selbst zu züchten. Und Geiz. Geiz. Er ist geizig. Geht das? Hä? Geizig mit seiner Zeit. Er geizt mit seiner Zeit, mit seinen Atemzügen und ist mit der Mu'akhada, mit seiner Selbstkritik beschäftigt und der Rechenschaft hinsichtlich seiner Gedanken, seiner Blicke, seiner Worte, die er aussagt. Im Grunde genommen ist sein Zustand wie jemand, er sagt, sein Zustand ist wie jemand, der in die Hände, ich weiß nicht, das Wort Hände ist nicht so passend, mir fällt kein anderes ein, in die Hände eines Raubtiers fällt, ja. Er ist wie jemand, der in die Hände eines Raubtiers gefallen ist und er hat jetzt nur einen Gedanken oder zwei Gedanken. Er hat den Gedanken, also diese Furcht einmal, er hat die Furcht, von diesem Raubtier gefressen zu werden und der andere Gedanke ist, dass er darauf hofft, dass dieses Raubtier ihn mal aus den Augen lässt, damit er flüchten kann. Das ist sein Zustand, dieses Menschen, der Furcht vor Allah Ta'ala verspürt. Dann spricht er die Stufen der Furcht an. Er sagt, die geringste Stufe der Furcht, also der nützlichen Furcht, ist jene, die ein Minimum an Auswirkungen auf den Taten des Menschen hinterlässt. Also man sieht, dass diese Furcht irgendetwas an seinem Werdegang, ich nenne es mal Werdegang, hinsichtlich seiner Taten hinterlässt. Es hinterlässt Spuren. Es beeinflusst sein Tun und sein Lassen. Das ist das Minimum an der Furcht, von der nützlichen Furcht. Ja. Das heißt, es hilft ihm dazu, die Mahzurat, die verbotenen Handlungen zu unterlassen. Wenn es aber noch weiter geht, die Furcht, wenn die Furcht weiter anwächst, sodass sie dazu führt, dass er beispielsweise Zweifelhaftes unterlässt oder Dinge, die möglicherweise verboten sein könnten, dann nennt man das Wara. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort schon mal gehört habt. Al-Wara'u ist eine Form der Furcht. Man nennt es im Deutschen wird es oft als Frömmigkeit übersetzt. Al-Wara ist die Furcht, die dich dazu antreibt, Zweifelhaftes zu unterlassen, aus Furcht davor, in etwas Verbotenes zu fallen. Aber man muss hier sagen, Zweifelhaft, nicht alles, was du als zweifelhaft empfindest, ist in der Scharia auch etwas, was man Mushtabih nennt. Manche Menschen haben nämlich einen Hang danach, alles als zweifelhaft zu empfinden. Und manche Menschen haben einen Hang danach, gar nichts als zweifelhaft zu empfinden. Das heißt, das Maßstab dafür, ob etwas zweifelhaft ist oder nicht, ob etwas suspekt ist oder nicht, ist nicht dein Gefühl, sondern das muss mit der Scharia gemessen werden. Ich gebe euch ein Beispiel für etwas Zweifelhaftes, was man unterlassen muss. Auch die Zweifel, die Shubuhat, die in dem Hadith von Nu'man ibn Bashir überliefert werden, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Halal ubayyinun, Al-Haram ubayyinun, Ubayyinahuma mushtabihatun. Der Halal ist offensichtlich und das, was Haram ist, ist offensichtlich. Und dazwischen gibt es Mushtabihat. Mushtabihat sind Unklarheiten, ungewisse Dinge, zweifelhafte Dinge, die viele Menschen nicht kennen. La ya'lamuha kathirun min an-nas. Viele Menschen kennen sie nicht. Und wisst ihr, hier ist auch ein ganz interessanter Punkt. Der Prophet sagt, viele Menschen kennen sie nicht. Das heißt, es gibt Menschen, die es kennen. Richtig? Nur weil für dich etwas eine Sache der Schubha ist, muss es nicht für die ganze Welt eine Sache der Schubha sein.
Wenn es für dich eine Schubha ist und diese Schubha basiert auf Prinzipien der Scharia, dann unterlass es. Aber zwing nicht jeden Einzelnen dazu, das ebenfalls zu unterlassen. Es kann sein, dass es für ihn eine ganz offensichtliche Sache ist. Jedenfalls, ich gebe euch ein Beispiel, die Schubuhat sind auch, yani, haben verschiedene Ränge. Nicht alles, was zweifelhaft ist, muss gelassen werden. Es gibt Dinge, die muss man unterlassen. Es gibt Dinge, die kann man unterlassen. Es gibt Dinge, sie zu unterlassen ist besser, ja, als sie zu tun. Aber die Schubuhat sind nicht alle auf einer Stufe. Ich gebe euch ein Beispiel für eine Schubha, die man unterlassen muss. Beispielsweise, du hast ein Tier gejagt. Jagen ist erlaubt oder nicht? Jagen ist erlaubt. Jagen, du hast ein Tier gejagt. Ich frage deswegen, weil man die Beute natürlich nicht geschächtet hat. Richtig? Kann ja auch schon vorher gestorben sein. Aber Jagen ist legitim. Also es gibt einmal die Schächtung, einmal das Jagen. Du hast ein Tier gejagt, du hast es getroffen und das Tier fällt in den Bach. Also du hast es tödlich getroffen, ja. Aber das Tier, als du es getroffen hast, war es noch am Leben. Es ist direkt, im Nachhinein ist es in einen Bach gefallen. So, jetzt besteht die Möglichkeit, dass das Tier gestorben ist, nicht durch die Wunde, die du verursacht hast, sondern dass es ertrunken ist. Richtig? Was machen wir jetzt in diesem Fall? Es gibt ja eine offenbare Ursache der Legitimität, nämlich das Jagen. Du hast das Tier gejagt und getroffen. Und dann gibt es hier eine Ursache des Tahrim, und das ist, dass dieses Tier ein Kadaver ist, nämlich weil es von sich selbst gestorben ist. Das ist eine Schubha, die du meiden musst. Oder du bist in einem Dorf, in einer kleinen Siedlung. Solche Beispiele sind vielleicht nicht realistisch, aber ich erwähne sie, weil sie in den Büchern des Fiqh erwähnt werden. Du bist beispielsweise in einer Siedlung, da gibt es 10 Frauen. Okay? 3 von diesen Frauen sind für dich verboten, weil sie ihr beispielsweise, Geschwister seid. Ihr seid Milchgeschwister. Nennt man sie so im Deutschen? Hä? Milchgeschwister. Das heißt, die gleiche Frau hat euch alle gestillt. Aber du weißt nicht, welche dieser 10 Frauen diese 3 sind. Du weißt aber, dass 3 Frauen von diesen 10 deine Milchgeschwister sind. Okay? Darfst du sie jetzt heiraten? Darfst du eine Frau aus diesem Dorf heiraten? Darfst du nicht heiraten. Warum? Weil du kannst das Verbotene, nämlich das Heiraten eines dieser 3 Frauen, nur meiden, indem du das Erlaubte meidest. Versteht ihr? Aber solche Regeln, die Fuqaha erwähnen, dass es nur gilt, wenn das Verbotene und das Erlaubte, also wenn das Ganze, die Gesamtzahl, wenn sie Mahsur ist. Das heißt, sie befindet sich in einem Ausmaß, in einem geschlossenen Ausmaß. Also es ist nicht sehr groß. Wenn das nämlich in einer Stadt wäre, wo beispielsweise 1000 Frauen wohnen, oder ja, 1000 Frauen sagen wir mal, oder 100 Frauen, und du weißt, dass eine von denen oder 2 oder 3 nicht legitim für dich sind, aber du weißt nicht, wer das persönlich ist, ist es trotzdem verboten, dort zu heiraten? Musst du alle 100 Frauen meiden? Das ist nicht verboten. Das führt nämlich zu Mashaqqa. Das führt zu Schwierigkeiten. Und das nennt man Umum al-Balwa. Und sowas ist in der Scharia, sowas wird in derartigen Fällen wird in der Scharia wieder ein Hebel runtergezogen, sozusagen. Die Sache wird dann wieder leicht gemacht. Daher gibt es auch diesen Ausdruck in den Regeln der Scharia. Ida daqa al-amr ittasa. Wenn etwas zu eng wird, also es würde zu viel Schwierigkeiten bereiten, es würde zu große Umstände für die Gesellschaft bereiten, wird es wieder ausgeweitet, wird wieder gelockert.
Und das ist hier so ein Beispiel dafür. Ja, jedenfalls, das ist die zweite Stufe, die haben wir Al-Wara genannt. Und die dritte Stufe der Furcht ist jene, die dazu führt, dass man sich gänzlich von überflüssigen Dingen, überflüssigen Taten, überflüssigen Handlungen, überflüssigen Gedanken, überflüssigen Aussagen, von all derartigen Dingen frei macht und sich mit so etwas nicht mehr beschäftigt. Und das nennt man dann As-Sidq. Das nennt man As-Sidq. Und jemand, der diese Form der Furcht innehat, den nennt man Sadiq oder Siddiq. Na, Tayyib. Er spricht jetzt über die Funktion der Furcht. Was für eine Funktion hat die Furcht inne in deinem Leben? Was soll sie bewirken? Und er nennt, in der Überschrift wird das schon klargestellt, er nennt die Überschrift Al-Khawf Sautullah. Die Furcht ist sowas wie eine Peitsche. Die Furcht ist wie eine Peitsche. Ihr wisst, was man mit einer Peitsche macht? Wenn ein Tier nicht, wenn das Tier, das du führen möchtest, wenn das sich nicht in die Richtung bewegt, wie du es möchtest, oder wenn es stehen bleibt, wenn es stur ist, dann bringt man das wieder auf den Weg dieser Peitsche. Und genauso ist die Furcht. Die Furcht soll dich davon abhalten, nach rechts oder links abzuschweifen oder stehen zu bleiben auf dem Weg. Und dann gibt es hier drei Stufen der Furcht, also in Bezug auf die Intensivität dieser Eigenschaft. Al-Ifrat, Al-Tafrit und Al-I'tidal. Übertriebene Furcht, unzulängliche Furcht und gemäßigte Furcht. Übertriebene Furcht, unzulängliche Furcht, mangelhafte Furcht und gemäßigte Furcht. Übertriebene Furcht ist nichts Lobenswertes. Ist nichts Lobenswertes. Warum? Wenn wir jetzt mal wieder zu dem Gleichnis gehen, was wir eben genannt haben, wenn wir sagen, die Furcht ist eine Peitsche, und wenn wir von Übertreibung reden, wenn du ein Tier zu brutal zusammenschlägst damit, wirst du es damit, du wirst das Tier damit, wie soll ich ausdrücken, du wirst es zerstören. Richtig? Du wirst es verletzen, du wirst es vielleicht blutig schlagen damit, und das Tier wird das, was du vorhattest mit ihm, wird es nicht mehr tun können. Genauso, wenn du zu leicht schlägst, unzulängliche Furcht, zu leicht, oder du hast ein ganz großes, gewaltiges Tier, hast so ein kleines Ästchen, mit dem du das Tier bewegen möchtest. Auch das verfehlt seinen Sinn, damit wirst du nichts anstellen können. Die gemäßigte Furcht ist der mittlere Zustand, das ist der lobenswerte Zustand. Ein Beispiel für unzulängliche Furcht, und er sagt, das ist der Zustand der meisten Muslime, die unzulängliche Furcht. Ein Beispiel dafür ist es, dass Menschen, wenn sie gewisse Ermahnungen hören, sie hören Ermahnungen, sie werden von ihnen gerührt und vergießen vielleicht ein paar Tränen. Oder sie sehen ein großes, schwerwiegendes Ereignis, was die Herzen auch zum Beben bringt. Und er wird wieder gerührt. Sobald diese Ereignisse oder diese Worte, die er gehört hat, aus dem Feld seiner Wahrnehmung verschwinden, kehrt er wieder zu dem Zustand zurück, wie er einst war, zu dem Ausgangszustand. Das heißt, die Veränderung, die hier verursacht wurde, das war nur so eine temporäre Veränderung. Für Momente. Solange dieses Ereignis oder die Worte, die ihn bewegt haben, solange sie wahrgenommen werden, bewegt sich bei ihm etwas, und sobald er aus diesem Raum wieder verschwindet, kehrt alles wieder zurück, wie es war. Keine weiteren Veränderungen, keine Abdrücke hinterlassen. Das nennt man
unzulängliche Furcht. Taib. Die zweite Art der Furcht, die übertriebene Furcht, das ist jene Furcht, die auch die gemäßigte Situation überschreitet und dazu führt, wir haben schon im letzten Satz gesagt, übertriebene Furcht führt zu Hoffnungslosigkeit, zu Verzweiflung. Und auch das ist nicht lobenswert, denn es hält von dem Handeln ab. Es hält vom Tun und Handeln ab. Und kann manchmal zu Krankheit, Geisteskrankheit führen und in extremen Situationen sogar zum Todesfall. Und das alles ist nicht lobenswert, denn wie gesagt, Sinn und Zweck der Furcht ist, den Menschen auf dem Pfad zu halten, ihn zum Handeln zu bewegen und zu treiben, ihn voranzutreiben. Und alles, was nicht dazu führt, ist nicht lobenswert in der Scharia. Dann erwähnt er die andere Arten der Furcht. Also wir haben jetzt mehrere Arten der Furcht erwähnt, aber jedes Mal ist die Einteilung aus einer anderen Perspektive. Die Einteilung, die wir eben erwähnt haben, ist aus der Perspektive der Intensivität. Jetzt erwähnt er eine neue Einteilung der Furcht aus einer anderen Perspektive wieder. Und zwar blickt es auf die Furcht aus der Warte der Dinge, die man fürchtet. Also die gefürchteten Dinge. Da unterscheiden sich die Menschen auch wieder. Er sagt, manche Menschen haben die Furcht, die in ihrem Herzen überwiegt, ist die Furcht vor dem Tod beispielsweise. Die Furcht vor dem Tod, ohne eine Taube. Er hat die Angst davor, dass ihn sein Leben verlässt, ohne die Taube. Das ist eine Form der Furcht. Andere fürchten, dass sie durch die weltlichen Gaben in Versuchung geführt werden. Das Istidraj, Khawf al-Istidraj. Andere fürchten, dass sie vom Pfad abkommen oder abweichen. Manche fürchten vor einem schlechten Ende. Su'ul Khatima. Das schlechte Ende, dass sein Abschluss in dieser Welt nicht so geschieht, wie er sich gewünscht hatte. Der Abschluss, ein schlechter Abschluss. Wir haben über den Abschluss schon mal geredet, wenn ihr euch erinnert. Andere fürchten den Qadar. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Der Prophet sallallahu alaihi sagte, Inna Allah khalaqa lil jannati ahlan. Ich glaube, der Hadith, warum fi aslabi abaihim oder so. Er hat Leute für das Paradies geschaffen. Also er hat schon bestimmt, wohin wer geht, während sie sich noch in den Lenden ihrer Väter befinden. Und hat Leute für das Feuer geschaffen, während sie sich noch in den Lenden ihrer Väter befinden. Also das heißt, hier der eine hat die Furcht vor der Khatima und diese Person hat Angst vor dem Al-Qadr. Weil die Sache ist ja schon bestimmt und der Ausgang ist festgelegt, aber er weiß nicht, wie es enden wird für ihn. Das ist eine Form der Furcht. Manche haben Angst vor der Erschwernis, vor der Trunkenheit des Todes, vor der Frage von Munkar und Nakir oder vor der Strafe und der Peinigung im Grab. Manche fürchten etwas ganz anderes. Sie fürchten das Stehen vor Allah Ta'ala. Sie fürchten die Munaqasha, diese penible Ausfragung. Manche fürchten das Laufen über die Brücke, über den Sirat. Manche fürchten sich vor dem Feuer, vor der Hölle und ihren Schrecken. Manche fürchten sich davor, vom Paradies abgehalten zu werden. Manche fürchten sich davor, von Allah Ta'ala abgeschirmt zu werden. Al-Hirman min al-Ru'ya. Das sind alles Formen der Furcht. Und all diese Dinge sind gefürchtete Dinge. Aber es gibt eine höhere Furcht,
eine höhere Stufe der Furcht, und zwar die Furcht vor Allah Ta'ala selbst. Das sind alles Dinge, die gefürchtet werden. Teilweise sind es Geschöpfe Allahs, die gefürchtet werden. Das Feuer, die Strafe im Grab, die Ausfragung von Munkar und Nakir. Das sind alles Geschöpfe, oder nicht? Aber es gibt eine Furcht vor Allah Ta'ala selbst. Deswegen sagt er, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ. Und er ermahnt euch und warnt euch vor sich selbst. Vor sich selbst. Er hat nicht gesagt vor sein Feuer, vor seine Strafe, vor seine Peinigung, davor, dass ihr von seiner Belohnung abgeschirmt werdet. Er sagt, er warnt euch vor seiner selbst. Und das ist die Furcht der Al-Arifun, sagt er. Alle anderen Dinge sind Formen der Furcht, die die Allgemeinheit der Gläubigen in sich trägt. Oder jeder, der an die Vergeltung glaubt, hat diese Furcht. Richtig? Jeder, der an die Existenz von Jahannam glaubt, an die Existenz des Paradieses glaubt, der hat diese Furcht vor diesen Dingen. Aber die Furcht vor Allah Ta'ala selbst, das unterscheidet die Arifun von den anderen. Anschließend spricht er über die Thematik, über eine neue Thematik, und zwar, was sollte der Mu'min in sich mehr tragen? Was sollte er mehr innehaben? Sollte er mehr Furcht haben? Mehr Hoffnung haben? Sollte er in einem Gleichgewicht leben, wie manche der Salaf sagten? Also was auf ein Gleichgewicht hindeutet. Würde man sagen, würde am Tag der Auferstehung ausgerufen werden, alle Menschen sollen ins Paradies, außer einem, würde ich davon ausgehen? Hä? Er sagte, alle Menschen sollen ins Paradies gehen, außer einem. Er sagte, ich würde davon ausgehen, dass ich das bin. Und auch umgekehrt. Auch umgekehrt. Also der erste Satz war, alle Menschen sollen ins Paradies gehen, außer einer. Und umgekehrt wäre es dann, alle Menschen sollen in die Hölle gehen, außer einem. Er sagte, hier würde ich denken, dass ich das bin. Das heißt, hier, das ist ein Gleich. Es gibt auch die andere Auffassung in der Überlieferung mancher Salaf, wo sie genau das Gegenteilige sagten. Aber Sinn und Zweck der Sache ist, dass die derartige Aussagen auf ein Gleichgewicht hindeuten. Also wie sollte man leben? Wobei man diese Sachen nicht selbst einstellen kann, das habe ich schon mal erwähnt, du kannst nicht einstellen, diese Gefühle, die man hat, Empfinden, das man hat, das kannst du nicht einstellen. Da gibt es keine Hebel und Schalter, wo man sagt, hier ein bisschen hochstellen, ein bisschen runter, die Pegel einstellen. Genauso auch der Umgang mit anderen Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la tu'minu hatta tahabu. Ihr habt keinen Iman, bis ihr euch gegenseitig liebt. Ihr habt keinen Iman, bis ihr euch gegenseitig liebt. Also die Muslimun untereinander. Es ist aber sichtbar, also man sieht das in der realen Welt, dass ein Muslim oft auch gegenüber einem Muslim manchmal nichts empfindet. Ist das der Realität oder nicht? Der Prophet sagt aber, ihr habt keinen Iman, bis ihr euch gegenseitig liebt, also alle. Du kannst ja nicht sagen, gut, ich liebe den jetzt mal. Das ist ja nicht Sinn und der Zweck der Sache, ne? Das so auszusprechen ist nicht Sinn und der Zweck. Ich habe gesagt, die Liebe ist etwas, was man empfindet, und das äußert sich dann in deinem Verhalten, deinen Aussagen. Wenn du einfach nur so sagst, ich liebe ihn mal jetzt, oder du redest dir ein, gut, ich liebe ihn, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach, soll ich euch sagen, wie ihr euch liebt? Also wie es dazu kommen kann, weil das ist ein Hinweis darauf, dass Liebe und derartige Dinge nicht Ikhtiyari sind. Ikhtiyari heißt, die sind nicht in deinem Vermögen. Also du kannst es nicht einstellen, du kannst es nicht selbst
wollen. Er sagte dann, verbreitet den Salam unter euch. Das ist nur ein Beispiel. Was er damit sagen möchte, ist, dass die Liebe verursacht wird durch Auslöser. Es gibt Auslöser dafür. Deine Aufgabe ist es, diese Auslöser zu suchen und sie umzusetzen, damit diese Liebe entsteht. Versteht ihr? Und genauso das Gegenteil. Der Prophet sagt im Hadith, Al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah awthaqu 'ura al-Iman. Die Liebe und die Abscheu für Allah gehört zu den zum festen Halt des Imans. Aber auch die Abscheu ist einfach, ist nicht etwas, was man einfach mal so einstellen kann. Naja, aber dieses Kapitel wollen wir im nächsten Dars besprechen. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.